Hey ho, heute mach mal ein Paprikahühnchen, mein Schatz. Jo, nennen wir es Paprikahühnchen am Spieß. Das Teil wird gefüllt und Paprika. Hauptgewürz Paprika. Leg mal los, geh mal rüber und leg mal los. Soweit alles hergerichtet. Paprika und Zwiebel ist schon klein geschnitten. Ja, mehr Paprika haben wir jetzt nicht mehr gehabt. Muss ausreichen. Unser Hähnchen, Drehspieß, Paprika, ganz klar. Salz, Pfeffer, ein bisschen Olivenöl. Ja, und dann noch die beliebten Fesselspiele. Mehr werden wir heute nicht benötigen. Ja, Schatz, wollen wir es würzen? Mach mal. Dann legen wir mal los hier. Also ich hätte das vielleicht vorher etwas eingeölt. Das können wir doch immer noch. Können wir immer noch? Gut. Dann hätte Paprikapulver etwas besser gehalten. Ja Leute, hier ist schon wieder sehr lustig heute. Dann tun wir jetzt das Hähnchen erst einmal ein bisschen einölen. So, und jetzt kannst du dein Paprikapulver ordentlich drüber streuen. Dann kann ich das nämlich gleich noch ein bisschen einmassieren, einreiben. Paprika ist immer gut. Weiter, weiter, weiter. Mehr, mehr, mehr. Gib mir alles, gib mir alles. So. Und innen rein. Jawohl. Halt, wenn du schon da bist, mit innen. Lass uns innen fertig machen. Den Pfeffrig. Halt. Schon aufhältst. Halt was? Jetzt stehe ich da und habe den Hähnchen den Popo aufgerissen. Mach jetzt. Ah, du kommst auch mit Handschuh? Ja, immer noch. Ein bisschen habe ich noch. Ja, gerade passend, gerade ausreichend. Von der Menge. Gut, dann spießen wir das Viehgleier ja mal auf hier. Nein, es fehlt nur Salz und es fehlt nur Pfeffer außenrum. Das können wir machen, wenn er aufgespießt ist. Wollen wir das nicht gleich machen? Nein, das machen wir, wenn er aufgespießt ist. Stechen wir hier mal die Haut ein bisschen vor, weil die machen wir hier gleich zusammen. Dass uns möglichst wenig von der Füllung wieder rauskommt. Weil die soll ja drin bleiben, bekanntlicherweise. Und für alle die, wo es noch nicht wussten, Zange, einmal leicht nachziehen. Gut, reicht. Genau dafür haben wir unsere Zange. Ja. Und dann Salz und Pfeffer noch. Schön einpudern. Hier, jawohl. Drehen. Und noch ein bisschen Pfeffer. So. Jo, dann tun wir unseren Flattermann noch etwas verschnüren. Tja, die Verschnürerei immer, gell? Ich verstehe gar nicht, warum du den jetzt so fesselst. Nur ein bisschen, damit die Flügel nicht so hin und her fliegen. Die Hühnerbeine auch? Nein, die halten recht gut, obwohl, nee, machen wir auch noch ein Schnürchen rum. Reicht uns das? Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Dann machen wir heute aber bloß eine leichte Verschnürung, ich hoffe, dass es hält. Yep. Der hat nur Paprika und Zwiebel in sich und kein Geld, der kann nicht davon fliegen. Der kann nicht davon fliegen. Kann nicht ausgehen. Jo. Leute, dann wären wir schon fertig, dass wir rausgehen können auf den Grill und das Ding, ja,
aufheizen, befeuern. Auf geht's. So, gerade schon die äußeren Brenner angemacht. Später machen wir dann noch den Heckbrenner an oder nur den Heckbrenner. Tja, und dann sehen wir, dass wir eigentlich wieder fast zu weit rechts sind. Oh, Leute, 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 ich hole schnell die Zange und dann schiebt man das Hähnchen noch ein bisschen nach links. Aber dabei lassen wir schon mal drehen. Also, ich schiebe noch ein bisschen weiter in die Mitte. Brenner links, rechts und dann halt grillen, bis er fertig ist. Zwischendrin können wir dann mal von unten der Saft, was aus dem Hähnchen rauskommt, nehmen mit dem Pinsel und das Hähnchen damit nochmal einstreichen. Extra was drauf kommt dieses Mal nicht. So Leute, hier haben wir konstante Temperatur von 150 Grad. Funktioniert jetzt auch bloß im Sommer, im Winter mit den zwei äußeren Brennern beim Kobinox etwas weniger. Aber jetzt gucken wir mal rein. Oh, und das Ding sieht doch schon mal ganz gut aus. Unten hat sich mittlerweile der Saft gesammelt. Ich werde jetzt nachher dann mal am Pinsel holen. Ja, und den Saft vom Hähnchen wieder aufs Hähnchen drauf befördern. Aber ich glaube, ihr wollt mal oder müsst mal jetzt nicht unbedingt beim Pinseln zugucken. Das lassen wir jetzt weg und wir schauen dann einfach später wieder rein. So Leute, mittlerweile den Backburner angeheizt. Ja, ab und zu bin ich hier mal am Nachpinseln. Einfach von unten das runtergelaufene Fett nehmen und wieder übers Hähnchen drüber. Was anderes kommt da nämlich jetzt gar nicht mehr drauf. Und dann warten wir eigentlich bloß noch, dass die Haut etwas knuspriger wird. Ich hoffe, dass es dieses Mal funktioniert. Tja, wenn nicht, dann halt nicht. Aber es sieht jetzt schon mal ganz gut aus. So Freunde, ob jetzt knusprig oder nicht, ist mir jetzt wurscht. Jetzt holen wir das Ding raus, ich habe Hunger. Backburner aus. Einen Drehspieß raus und so stellen wir das ganze Ding jetzt erstmal am Tisch und tun es entspießen. Wie, was haben wir heute für eine Zange? Da läuft der Saft raus. Na, geh jetzt runter, du Feigling. Nimm halt, Alter, mal mit der Gabel unten das Hähnchen, dass das hier nicht einen Satz macht nach unten. Lass ihn stand da. Au! Jawohl, 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 jawohl. Danke, Soraya. So. Und da drüben schreit die Nachbarin wieder. Heike, mach mal winke, winke. Ja, und wir lassen uns hier jetzt das Hähnchen schmecken. Ui, sieht gut aus, sieht gut aus. Mach's nicht so aufwendig. Die reißen wir jetzt einfach mal ein Stück hier raus fürs Probieren. Ja. Ja. So, dann kann man es nochmal durch die Soße durchziehen und dann gibt es ein Probiererchen. So Leute. Erste Sahne, saftig, paprikalastig, wunderbar. Wir essen jetzt noch den guten Ketchup, den Paprika-Ketchup dazu von Romans Bester.
Ja, mit Pommes und Gurkensalat. Ja, so lassen wir uns das jetzt schmecken. Keller vollgeladen und ich lasse mir das jetzt schmecken. Puh, Leute, ich sag's euch. So lecker kann einfach sein. Nee, ich, so einfach kann lecker sein. Oder so. Ich bin so vollgefuttert. Wahnsinn. Nur mit Salz, Pfeffer, Paprika, ein bisschen Zwiebel drin, ein bisschen Paprika noch drin im Hähnchen. Und einfach nur hervorragend. Schatz, was sagst du dazu? Wie hat's geschmeckt? Nein, dir schmeckt's ja immer noch. Ich bin ein Knochenfieseln. Ein Knochenfieseln. Also von dem 1,5 Kilo Hähnchen ist nicht mehr viel übrig geblieben. Ausprobieren, nachmachen. Gigantisch gut. Die Füllung habe auch fast ich alleine gegessen. Ich habe mein Schatz fast gar nicht daran gelassen. Ich habe sie mir einfach gerafft. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Tja Leute, was soll ich noch sagen? Ausprobieren, selber machen, selber schlemmen. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr wieder einschaltet. Aktiviert oben oder unterm Video die Glocke und dann werdet ihr auch gleich informiert, wenn ein neues Video rauskommt. Tja, das war's jetzt aber. Leute, wir sehen uns. Ciao.